Willkommen zurück bei Nether, zusammen wieder mit Damakash und Bayerwald. Hallo! Hallo. Und wir befinden uns hier bei einem Apartment-Komplex in den Wastelands und wir wollen das Ganze capturen. Genau. Wollen wir mal runterschauen, ob hier irgendwas anders noch ist? Ach so, da kann man unten runtergehen. Ja, natürlich, natürlich. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, da ist ein Müll. Ja, aber du weißt ja, Müll bringt bei dir immer XP, ne? Also. Ja, aber da glaube ich nicht, ne. Also das ist kein Levelmüll sozusagen. Das ist kein Levelmüll. Kein Levelmüll. Ja, nee, dann nein. Braucht man der das natürlich nicht. Der levelt nicht, na dann brauchen wir der das natürlich nix, nicht. Der kann nix, der Müll. Kein Zaubermüll. Echt unglaublich. Unglaublich. Aber er hat es immer so mit dem Müll irgendwie. In H1, C1 findest du immer total coole Sachen im Müll, in den Mülltonnen. Ja. Den levelst du. Ja, siehst du, ich bin halt der Müllmann. Der Müllmann. Wollen wir hier runter gucken? Das ist aber, weißt du, das so mit den Brücken von Haus zu Haus, das ist auch echt cool gemacht, oder? Das sind zumindest mal Regale. Ja, dann guck mal rein, vielleicht findest du da ja was Tolles. Und natürlich auch wieder Müll. Ja, aber alles ordentlich in Tüten verpackt. Also muss man ja auch alles, mal sagen, ne? Alles ist ja schon. Ja, das sind so eine Bauregale, ne? So eine, ja. Schwerlastregale. Ja. Hinten ist auch nix. Geh mal doch hier mal hoch. Oh. Hüpf. Ja, eine normale Stufe laufen, da muss man schon springen. Das mache ich auch immer so, wenn ich die Treppen hoch und runter hüpfe. Ja, mache ich auch. Also, weil es einfach gut ist für die Figur. Ja, und gelenkschonend ist es auch. Ja, vor allem die Treppe runterhüpfen. Ja, total, total. Guck mal, hier kommt man gar nicht hoch. Na, nee, schade. Ja. Schade, schade. Schade. Ich mag immer gerne, wenn du irgendwo so hoch, weißt du, weil du man, dann hat man oft einen coolen Überblick. Mhm. Weißt, ich mag das eigentlich, wenn man so hochkraufen kann. Komm mal runter. Ah ja, tatsächlich, guck mal an. Oh, hier gibt's zwei Eingänge. Okay, guck ich doch mal. Was hier haben wir hier? Rein. Haben wir ein Bett, guck, ich habe ein Schlafzimmer gefunden. Also hier ja, ist noch der Tisch gedeckt, ja. Also hier wäre ein Stuhl ja, auch, und... Hier ist noch Kaffeetasse. Bitte, ja, die haben schon aufgetischt für uns. Bücherregal und ein Schreibtisch. Und hier ist was ganz Spookiges, ein schwebendes Bücherregal. Schwebendes? Ja, guck mal, das schwebt hier über dem Monitor. Oh. Oh. Das ist, das ist voll... Physikalisch. It's magic. Ja. Was, und hier, da, hier guck die mal, Decke da hinten. Abgestützt. Ich muss jetzt echt meine Brille mal abnehmen. Ich muss mal gucken. Das ist echt geil, ja. Guck mal, wenn du hier rausguckst, da schwebt dann noch ein Kühlschrank, glaube ich. Also ich habe die Brille mal abgenommen und ich glaube ja. Ich habe schon gedacht, meine... Da schwebt eine komplette Küchenzeile. Ja, siehst du? Das ist das schwebende Haus. Und hier auch, hier ein Schlafzimmer, guck. Auf der anderen Seite schwebt Schlafzimmer. Da haben die doch Räume vergessen, oder was? Ja, tatsächlich. Ist vielleicht ist es aber auch wie bei Indiana Jones und das mit dem Heiligen Gral, wo er da diese unsichtbare Brücke entlang gehen muss. Vielleicht können das wir da... Das kann sein, aber ich werde es nicht ausprobieren. Okay. Ach schön, ja. Schwebende Räume. Hm. Das ist das fliegende Klassenzimmer. Ja, genau. Ah, schön. Wissen wir es auch hier. Wunderbar. Ach, guck mal, da sind noch Busse. Guck mal, das ist ja auch cool. Da ist so ein Weg über die Autos. Ist auch ganz nett gemacht. Da stehen so LKWs und total. Busse und dann damit so Brettern drüber. Das ist auch cool. Das ist cool, übers Wasser, gell? Mhm. Ja, so wie man das wahrscheinlich machen würde, auch wenn man in so einer Dings wäre. Das und sowas ich, ist, finde ich, verdammt cool, dass die sich da wirklich auch Gedanken gemacht haben, dass man sowas machen würde und ja, so weiter. Ja, das gefällt mir auch. Das finde ich auch richtig nett. Sehr schön. Ja, cool. Frage ist nur, wer hat die LKWs da drin geparkt? Na, die standen da. Bestimmt war da eine Straße, könnte ich mir vorstellen. Dass das eine Straße war. Und die sind da stehen geblieben oder so. Das ist ja ein Riesen-Apartment-Komplex. Ja, 100% haben wir. Ja. Jetzt müssen wir nur was finden, was wir töten können, dann gibt es dafür auch mehr Geld und mehr Loot und so. Mhm. Ich muss ja wieder springen. Ja, voll ich natürlich. Muss jetzt hier mal gucken. Ja, guck mal, hier muss eine Straße gewesen sein, weil da vorne ist eine Ampel. Siehst du das? Ah ja, stimmt. Oh. Die funktioniert sogar noch, es ist rot. Das ist ja. Ja.
Dürfen wir nicht weiter. Nee, müssen wir. Nee, so geht das nicht. Müssen wir stehen bleiben. Ich glaube, wir müssen uns eigentlich eher rechts halten, oder? Ich habe noch gar nicht geguckt. Achso, ja. Nee, eher links tatsächlich. Beziehungsweise, ja, es ist die Frage, ob wir dann wieder rüber. Ja, ich glaube, dann gehen wir lieber zurück, ne? Sonst. Genau, zurück. Ja, genau. Hier rüber. Ja, kann man auch, oder? Eigentlich müsste das eine Ab. Das nö, eigentlich gehen, nicht. Ja, das ja du musst gehen. Trotzdem dann rundherum gehen. Ich glaube, wir müssen sogar noch ein bisschen weiter zurück. Noch ein weit. Ja, okay. Warte mal. Weil hier kannst du doch durch. Ja, wenn wir durchkommen. Du doch hinten rum. Aber dann müssen wir auch wieder zurück. Ja, also, da ist dann auch wieder Wasser, wenn man. Ja, ich meine, man weiß es nicht, ob das nicht irgendwie auch wieder so wie mit den LKWs oder so miteinander verbunden ist. Aber das kann man halt nicht wissen, ja, ne? Probieren können wir es ja mal. Lass uns doch gucken, dann wissen wir es. Na, das Hochhaus hat auch schon bessere Zeiten erlebt da hinten. Das schaut doch gut aus. Finst. Guck mal, was ist das denn für ein Riesenschild da? Das ist ja auch. Guck mal, da zwischen den Bäumen. Doch, aber ich glaube, es funktioniert hier, dass man, oder? Ach, da ist ein Zaun. Da muss man um den Zaun irgendwie drumrum tüdeln, oder? Ach, hier geht's rüber, guck. Oh. Ja, ach, du bist da, ja, ja. Ah. Guck mal, ist das ein Schild da? Ich nehme jetzt echt die Brille mal ab. Das ist ein Schild, ja. Das ist ein Schild, ja. Das schaut ja cool aus. Okay. Ach, das ist die Straße, die wir eh gesucht haben. Ach, naja, siehste. Ja. Können wir hier noch ins Häuschen gucken? Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Können wir hier mal ins Häuschen ja, rein? Ja, das ist eine gute Idee. Schauen wir mal, vielleicht gibt's da ja irgendwas Cooles. Papa! Magische Müllhaufen? Hoch geht's! Gar keine Monster, es ist sehr verdächtig. Ja, das ist in den Wastelands ist sowieso immer ein bisschen weniger an Monster. Mhm. Ich glaube, für die ist das hier auch ein bisschen unwirtlich, aber so gar keine ist halt auch irgendwie merkwürdig, oder? Mhm. Bin auch mal irgendwo hoch? Also ich bin jetzt, glaube ich, ganz oben. Ja, ich bin ganz oben und nix, oder? Hier sind Betten, eine Couchgarnitur, Müllhaufen. Oh ja, Ich will keine Müllhaufen. Ich habe hier unten auch genügend Müllhaufen. Irgendwelche also Kästen. Loot ist hier im Moment. Loot ist nichts da, ne? Nö. Police Line, do not cross. Police Department. Ja. Dann treffen wir uns wieder unten, oder? Jo. Jo. Ja. Und dann sind hier Bürogebäude und das sieht aus so ein bisschen wie eine Mensa hier. Also so Computerdinger und dann so Tische. Ist hier hinten? Ach, das ist ein Studentenwohnheim. Garantiert. Das würde auch den Müll erklären. Ich bin unten. Ganz unten. Ja, ich komme auch gleich runter. Moment. Da ist das I4. Jo. Da Richtung. Das ist gut. Ist ja echt deprimierend hier, kein Loot. Aber als wir das eine Mal nur Pakete ausliefern wollten und dann so voll waren, dass wir nicht mal alles mitnehmen konnten, weißt du? Also manchmal ist schon verhext. Das war heftig. Ey. Wow, was leuchtet denn da so krass? Es leuchtet was? Ich sehe nichts. Ja? Ja, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin draußen. Ja, warte, ich muss noch eine runter. Oh, ich passe da manchmal mit meinem dicken Hintern nicht durch. Ich muss echt mal Diät machen. So. Da blinkt irgendwas. Du bist hier, warte mal, wo bist du? Wo bist du denn? Raus? Ah, hier, ja. Jetzt schauen wir da nach hinten. Da leuchtet was. Die Safe Zone vielleicht? Die hat ja so Leuchte, die ist ja beleuchtet. Siehst du das? Ach, das Zelt oder was meinst du da hinten oder was? Nein, rechts neben dem Zelt, wenn du da zwischendrin durchschaust, zwischen den beiden Pfeilern hier. Warte. Da leuchtet bei mir hinten irgendwas wie so ein Schweißflimmern. Ich sehe nicht leuchten. Aber ich bin auch blind. Ja, da unten dann nicht mehr, ne? Aber da hinten ist wieder so ein LKW. Ja, da können wir rüber. Ja. Mhm. Okay, ja, ich folge euch. Und da ist eh das, dieses Licht. Es würde mich jetzt echt interessieren, was das ist. Was da leuchtet. Was auf da alle Fälle ist da ein Vieh. Wo ist ein Vieh? I4 läuft genau drüber? Drauf zu. Oh ja. Das ist, glaube ich, so ein Kreischer, oder? Wir werden es sehen. Na, gekreischt hat er nicht. Kaputt! Es ist kaputt! Ja, perfekt, 9 mm. Ja, siehst du. Der hat ganz schön viel gedroppt. Ja. Ich nehme einfach mal alles mit. Ja, klar.
Eine Waffe, oder? Mhm. Ja, das war's. Eine Crowbar. Ich hab Knarrenteile. Hab ich, glaube ich, auch ein paar. So. Na, einwandfrei. So, jetzt müssen wir nur noch darüber kommen. Ah, hier geht's rauf. Kannst drüber über die LKW. Cool, ja, ja, das ist schon sehr. Das ist schon sehr cool gemacht. Also, das gefällt mir auch, ja. Wird das bei euch jetzt auch so grün? Ja, ja. Es ist etwas grünlich geworden. Giftgas. Ah. Du willst ja dann in diese Richtung, gell? Da hat es irgendwo bei dir geblinkt. Genau, da oben. Da oben hat irgendwas leuchtet immer noch was. Mehrere Dinge, die leuchten. Ich habe zwei Sachen, die leuchten hier. Ja, sind wir denn schon? Warte mal. Wir sind an der richtigen Straße jetzt. Ja, ja, wir sind an der richtigen Straße. Ich sehe nur nichts, also ich sehe halt nichts leuchten. Wir können hier aber hoch und oben über die Häuser auch. Ja, dann lass uns das doch machen. Ihr seht echtes Leuchten nicht? Ich sehe nichts leuchten. Aber ich bin auch immer so verpeilt und blind. Also, aber ich wenn aber auch nicht. Gut, ich wollte gerade sagen, aber wenn Alfie das auch nicht sieht, dann bin ich mal guter Dinge, dass ich nicht ganz blind bin vielleicht. Das ist halt wir immer sind beide blind. Ja, das kann auch sein. Aber bei mir ist es wirklich ganz oft, na da, na wo denn? Na da, siehst du das nicht? Nee, wo denn? Weißt du? Was noch? Direkt vor deiner Nase. Ach da, ja, jetzt sehe ich es auch. Weißt du? Jetzt habe ich drei Lampen hier. Also, das ist. Das ist eine Safe Zone. Ja, das ist die Safe Zone bestimmt, weil die sind beleuchtet. Die siehst du tatsächlich ziemlich. Dann sehe ich hier drei Lampen, nämlich. Eine in der Höhe vom Kran. Ah, ich habe bestimmt die Sichtweite nicht so weit. Das könnte natürlich sein. Das kann wirklich sein, ja. Wow. Ich bin auf dem Dach. Oh, hier geht's aber ganz schön hoch den hinaus. Den Kran sehe ich auf jeden Fall, aber. Ja, den Kran sehe ich auch. Aber so rote Beleuchtung, ist das eine rote Beleuchtung? Weiß habe ich, aber es kann natürlich sein, dass es bei dir vielleicht irgendwie anders aussieht. Na, ich habe da gar nichts, aber das kann auch die Sichtweite oh, sein. Oh, ja, 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 ja. Hast du Sichtweite das, hochgestellt? Ich habe es jetzt gerade mal, warte, das ist ja auf das so richtig 1 drei oder 1000 Sterne, oder was gell? Das ist. Und wenn du es auf 1100 stellst, siehst du schon. Ach, dann sieht man es schon. Warte mal, dann gucke ich doch mal. Weil unten blinkt alles voll und oben leuchten drei so Sternchen. Und die, ich weiß ja nicht, was ich für eine Sichtweite habe. Warte, ich mache hier einfach mal. Da 2400. Ah, jetzt sehe ich es auch. Ja, 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 ja. Da sieht man es dann schon. Ja. Ich stelle grundsätzlich immer alles auf Maximum fast. Liegt vielleicht daran. Und dann. Okay, dann wollen wir da hin, oder? Ja, genau, das ist der Plan. Ah ja, jetzt sieht man es gut, ja. Geierschrein? Dann höre ich also die ganze Zeit schreien. Irgendjemand hat unser Territorial da Territorium geketchupt. Geketchupt, so geht das nicht. Geketchupt. Da geht's wieder runter, oder? Aber hier geht's doch irgendwie rüber. Hier ist doch ein Überweg. Wo ging denn das vorhin nicht? Obala. Warte mal, eigentlich müsste der jetzt genau hier sein. Oder? Ja, nee, nee, nee. Runter. Genau. Oder noch eins? Hier unten müsste der sein. Hier ist er. Warte, aber hier kommst du nicht genau raus. Stimmt, aber man könnte vielleicht, wenn man eins rauf geht, könnte man. Stimmt, das wäre genau hier. Ja, hier kommt man nicht durch. Nee, das ist, kannst du bestimmt nur von der anderen Seite irgendwie so blöd. Oder man hüpft von oben rauf. Ja, geht auch nicht. Ach so, ja, von ganz oben. Von ganz oben dann drauf springen oder so. Hat man, kann man. Nee, von hier kommt man ja auch nicht dahin. Hä? Oh. Guck mal, da drüben ist auch irgendwie, weiß nicht, Feiertagsbeleuchtung oder so. Ja, aber in dem Zelt. Vielleicht könnte man. Zick. Na, doch nicht. Okay. Ich dachte, wir können hier vielleicht auf dieses Gerüst drauf. Aber hier geht es eigentlich auch rauf. Wenn man hier die Straße weiter nach vorne ja, geht's automatisch. Gehen wir halt vorne. Gehen wir halt vor, ist doch wurscht. Apokalypsen, Chaos, Verlauf, Konvoi, Truppe. Wir erkunden nur die Gegend. Wir verlaufen uns nicht. I'm friendly. Also da war ein Megastau. Ja. Oh ja. Oh ja. Alter, wäre das nicht frustrierend, im Stau zu sterben? Ja. Also, das wäre also schon das wär echt, echt blöd, scheiße. Ne? Also, das wäre schon so ein bisschen was frustrierend.
Ich gehe ins Licht. Oh, daneben gehüpft. Nicht ins Licht gehen. Nicht? Ach, da unten ist auch wieder ein Vieh hier. Da unten läuft eins lang. Das ist so ein Schreievieh, glaube ich. Ach, da hält es gar neben nicht. Neben dem Baum, ja. Mhm. 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 Warum blinkt eigentlich die Scheiße hier? Warum raucht's hier? Ja, das weiß ich auch nicht. Ist das Ding vielleicht Under Attack? Nee, ich habe auf, also auf der Map stand nix. Guck mal, aber da geht's doch rein schon, oder? Ja. Mhm. Aber sieht schon cool aus, der Outpost auch, muss ich sagen. Ja. Hier mit dem Tor und mit den Gittern da oben drüber. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen blöd, das Tor sperrangelweit offen zu lassen, aber ja, ne? Jeder wie er will. Safe Zone, welcome. Juhu, we are in the safe zone. Wir sind so safe. Das sieht auch, das ist sowieso ganz cool, dass die alle auch so ein bisschen anders aussehen, finde ich. Also wollte ich gerade sagen, ja. Na, das ist schon echt, das gefällt mir auch. Hier brennt ein lecker Feuerchen. Ich guck mal da oben auf der Mauer. Ist halt nicht so stumpf wie in anderen Spielen, einfach Copy and Paste, alle Gebäude und so weiter. Ja, das ist schon echt, das gefällt mir. Sieht man auch in der Einrichtung. Hier in diesem Apartment, wo wir vorhin drinnen waren, war auch immer in jedem Haus total anders drin. Ja, genau, das stimmt. Ein bisschen was anders, gell? Ja. Also es gefällt mir auch. Okay, ich würde sagen, wir suchen uns unser Päckle und machen uns dann auf den Weg im nächsten Part. Komm, wir schauen, was hier leuchtet. Ich danke jetzt fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.